Hallo, mein Name ist Oliver Janich. Bin investigativer Journalist. Ich stelle mich diesmal vor, weil ich nicht zu meinen Followern spreche, sondern zu ganz bestimmten Menschen, und zwar zu denen in den Zensurabteilungen. Wir sind in einer historisch einmaligen Situation, was aber auch was Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil ist, dass ich direkt zu Ihnen sprechen kann, weil ich ja weiß, dass Ihnen dieses Video gemeldet werden wird. Mein letztes harmloses Video über den Kinderkanal wurde zensiert. Das Video von Oliver Flash wurde zensiert. Stand jetzt wird er vielleicht sogar sein Google-Konto verlieren. Martin Sellner wurde zensiert. Das heißt, alle unsere Videos werden gemeldet und dann hoffen diejenigen, die es melden, eben, dass es durchkommt. Das heißt, im Gegensatz zur Nazi-Zeit haben wir noch eine gewisse Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren. In der Nazi-Zeit ist man einfach verschwunden, wenn man etwas gegen das Regime gesagt hat. Sie werden vielleicht schon öfter auch Videos von mir gesehen haben. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Deswegen geht mir das auch nahe, wenn jeden Tag auf Deutschlands Straßen Frauen, Kinder und Männer abgeschlachtet und abgemessert werden. Deswegen mache ich diese Arbeit. Aber ich versuche meine ganze Empathie aufzubringen, um mich in Sie reinzuversetzen. Also die Mitarbeiter der Zensurbehörden. Ich nenne sie jetzt Behörden, es sind aber eigentlich private Unternehmen, was von der rechtlichen Konstruktion her schlimmer ist als in bisherigen Diktaturen, denn diejenigen, die zensiert haben, haben direkt für den Staat gearbeitet. Heute ist es so, dass wenn sie zu Unrecht zensieren, was sie sehr oft tun, sich ihr Unternehmen auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen zurückziehen kann. Das heißt, der Bürger kann nicht klagen. Dagegen, wenn Sie etwas nicht zensieren, dann kann der Staat Sie bestrafen. Das heißt, Ihre Situation ist, oder die Meinungssituation für Meinungsfreiheit ist schlimmer als in bisherigen Diktaturen, wo direkt vom Staat zensiert wurde und die theoretisch dafür verantwortlich gemacht werden konnten. Aber ich versuche mich ja in Sie hineinzuversetzen. Nach Schätzungen sind etwa 95% der Menschen keine keine Psychopathen. Also nehme ich an, dass Sie, mit denen ich jetzt spreche, auch kein Psychopath sind. Jemand anders kann ich ja sowieso nicht erreichen. Ich versuche mich wirklich reinzuversetzen in Sie, weil Sie haben ja wahrscheinlich, ich habe gehört, dass in den Zensurabteilungen auch Muslime sitzen. Weiß nicht, ob das stimmt. Zu denen spreche ich jetzt explizit nicht. Liebe Muslime, tut mir leid, euch kann ich jetzt nicht ansprechen. Ihr seid so aufgewachsen, dass man den Islam nicht kritisieren darf, und für euch ist es natürlich. Aber deswegen spreche ich jetzt zu den deutschen oder in Deutschland unterrichteten Menschen, die ja alle gelernt haben, dass in der Nazizeit die Meinungsfreiheit zuerst gestorben ist, das heißt, und dann die Menschen. Das heißt, Zensur war das Hauptkennzeichen der Nazizeit, das Hauptkennzeichen der DDR-Zeit und jeder Diktatur. Das lernt man in der Schule, ich weiß das, ich habe es gelernt und garantiert haben Sie es auch gelernt. Ich weiß nicht, wie viel geschichtliches Wissen Sie haben, und ich weiß noch nicht, welche Ausbildung Sie haben. Aber versuchen Sie weltweit, versuchen Sie irgendein Geschichtsbuch zu finden, in dem irgendein Staat jemals die Bösen zensiert hätte. Jemals in der Geschichte der Menschheit. Der Staat hat immer und ausschließlich nur diejenigen zensiert, die die Regierung kritisiert haben, und die Regierungspolitik immer und ausschließlich. Und fast immer hat er sie am Ende ins Gefängnis geschmissen und ermordet. Fast immer. Es gibt in der ganzen Geschichte der Menschheit kein Beispiel dafür, dass
böse Menschen zensiert worden. Gibt es nicht. Es gibt so viele Sprüche von berühmten Leuten, Voltaire, ich mag damit nicht übereinstimmen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Thomas Jefferson wird zugeschrieben, nur die Lüge braucht, die Wahrheit steht von alleine aufrecht, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Für uns, also für meine Freunde und Follower, ist es alles selbstverständlich. Sie haben es vielleicht noch nie gehört, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht direkt, ich habe noch 10 Minuten, wie ich sie erreichen kann. Sie sind ja wahrscheinlich geboren hier in diesem Land. Sie müssen doch wissen, wie das Land früher aussah. Sie müssen es doch wissen. Wir konnten Silvester unbesorgt feiern, wir konnten auf Feste gehen. Wir mussten nicht jeden Tag in den Nachrichten lesen von Terroranschlägen, von Abschlachtungen, von Messerangriffen. Das müssen Sie doch wissen. Und jetzt werden diejenigen, die diese Zustände kritisieren, wie ich, werden zensiert. Also Menschen wie ich, die die Regierungspolitik kritisieren. Und jeder kann doch sehen, was diese Regierungspolitik anrichtet. Sehen Sie das nicht? Sehen Sie das nicht? Wie gesagt, Sie denken wahrscheinlich, dass Sie das Gute tun, aber ich kann mir nicht reinversetzen, wie Sie das denken können. Ich schaffe es nicht. Klar, unser Staat hat Sie Gehirn gewaschen, okay, aber der hat mich auch Gehirn gewaschen. Ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, weil ich viele Dinge auch anfangs nicht gesehen habe. Zum Beispiel sitzen bei uns schon seit Jahrzehnten, dafür können Sie mich dann wahrscheinlich gleich zensieren, haben Sie einen Anlass, seit Jahrzehnten Menschen im Gefängnis, die zu anderen Schlüssen bezüglich der deutschen Geschichte gekommen sind. Und das ist mir nie aufgefallen. Ich habe da auch jahrzehntelang darüber gar nicht nachgedacht. Heute denke ich darüber nach. Wie kann es sein, dass in deutschen Gefängnissen Menschen sitzen, die einfach eine andere Meinung darüber haben, wie das alles damals war? Wie ist das möglich? Dazu habe ich auch mir bisher nie Gedanken gemacht. Deswegen, weil ich mich versuche, in sie reinzuversetzen, denke ich mir, okay, das habe ich ja auch nicht gemerkt. Und Sie merken es wahrscheinlich jetzt nicht, dass Sie auf der bösen Seite der Macht sitzen. Und ich weiß nicht, wie ich es Ihnen beibringen kann, dass es so ist. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal vor den Spiegel und schauen sich tief in die Augen und fragen sich, was mache ich da eigentlich? Ich sehe doch, was im Land um mich herum passiert. Dass trotz der ganzen Regierungspropaganda, Sie kennen doch inzwischen wahrscheinlich auch irgendjemanden, der bedroht wurde. Es steht auch inzwischen ein Bruchteil der Wahrheit schon in den Zeitungen. Oder laden Sie den BKA-Bericht runter. Der ist auch geschönt, aber allein das muss Ihnen doch klar zeigen, dass wir eine Explosion der Kriminalität und Gewalt haben. Und gleichzeitig läuft im Fernsehen, ich werde noch ein ausführliches Video über den Kinderkanal machen. Da bin ich ja schon zensiert worden, aber das schreckt mich natürlich nicht ab. Was da für absolut wahnsinnige Propaganda läuft. Und dafür gibt es dann Leute, die mich beschimpfen. Ich habe jetzt den Namen von dem Clown vergessen, der mich als rechten Blogger bezeichnet. Wollte ich mir eigentlich noch aufschreiben, man soll sich den Namen immer merken. Von der Stuttgarter Zeitung, also lieber Schmierfink, ich bin Libertärer, ich habe Bücher geschrieben, die Professoren beurteilt haben, die hätten das gemerkt, wenn ich nicht Libertär wäre, also Anarchist, nicht rechts. Also Menschen wie ich müssen also Schmähungen über sich ergehen lassen, nur weil sie ganz offensichtliche Missstände kritisieren und Sie ganz persönlich helfen dabei mit. Das heißt, was ich mich frage, ist, wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, ein Nazi zu sein?
Sie sind der Nazi. Sie sitzen in der Nazi-Zensurabteilung. Und im Gegensatz zu früher, also während der Nazi-Zeit konnte man ja nicht mit diesen Leuten sprechen, man wurde einfach eingesperrt, aber ich kann jetzt mit ihnen sprechen und ich weiß nicht, wie ich sie erreiche. Wenn ich physisch vor ihnen setzen würde, würden sie mich wahrscheinlich jetzt, könnten sie mich zusammenschlagen und könnten ihre Behördenfreunde dann, die könnten sie decken und so machen sie es vielleicht auch. Wobei die Deutschen nicht dazu neigen, sowas zu machen, aber das ist einer der vielen Ungereimtheiten in der Geschichte. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie auch dieses Video zensieren, dann verbreitet sich es besonders gut. Und verteilt es bitte Leute, ja, falls es zensiert wird. Ich sage nicht, dass jeder mitschuldig ist, der jetzt dabei zusieht. Aber so eine gewisse moralische Schuld lädt jeder auf sich auf, der gar nichts tut, also nicht zumindest mal sein Kreuz woanders macht. Aber sie sind Täter, direkte Täter. Also im Gegensatz zu denen, die nur wegschauen, die opportunistisch sind, die einfach nicht sehen wollen, was da ist. Sie sehen es alles, sie sind die am besten informierten Menschen in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Weil Sie sehen ja die ganzen Videos mit den ganzen Fakten von den Leuten, die Sie zensieren. Ich brauche Ihnen das ja gar nicht erklären, was in Deutschland los ist. Weil die Videos, die Sie zensieren, die enthalten diese Fakten. Und manche löschen sie ja nicht und die enthalten erst recht diese Fakten, wenn nicht nur geschimpft wird. Das heißt, niemand weiß besser als Sie, was in diesem Land los ist. Und Sie sind diejenigen, die zensieren. Sie sind also ganz an der Spitze der Tätergruppe. Und ich meine das nicht polemisch oder übertrieben. Sie sind an der Spitze der Tätergruppe. Sie sind die am besten Informierten, die sich nicht rausreden können, dass sie nicht wissen. Die meisten Deutschen schauen ja gar keine alternativen Kanäle, aber sie müssen sie vom Berufswegen schauen. Das heißt, sie sind ganz, ganz oben in der Pyramide der Täter, ganz oben. Und falls Sie Kinder haben, Sie werden gefragt werden. Und es ist anders als früher. Ja? Es kamen sehr viele Täter aus dem Dritten Reich davon, weil es keine Aufzeichnungen gab. Aber jeder weiß, wie die Firmen heißen, die zensieren. Und da gibt es Mitarbeiterlisten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie davonkommen, falls das Regime nicht Ihre Lebenszeit überdauert, das glaube ich nicht. Die ist total gering. Die ist wirklich total gering. Und wo wird man anfangen? Man wird hoffentlich anfangen, wirklich an der Spitze, an der Machtelite. Dazu können Sie ja meine Bücher lesen. Aber dann natürlich auf der Ebene darunter, das sind die ausführenden Politiker und dann die ausführenden Beamten oder in dem Fall im staatlichen Auftrag handelnden Privatpersonen. Mit denen muss man anfangen, weil das sind diejenigen, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie die skrupellosesten sind. Die nur wegschauen, die nur Opportunisten sind, okay, man kann nicht alle Menschen dann vor Gericht stellen. Ich hoffe, man versteht mich noch. Ich habe noch eine Minute. Aber überlegen Sie sich das, kehren Sie um. Leisten Sie passiven Widerstand, lassen Sie mal ein Video durch, obwohl Ihr Chef meint, man müsste es zensieren. Stellen Sie sich vor den Spiegel und fragen sich, bin ich auf die Welt gekommen, um ein Nazi zu sein? Wollte ich wirklich auf der Seite der Bösen sein? Wie fühlt es sich an, ein Nazi zu sein? Sie können mir auch schreiben, wie es Ihnen geht damit. Damit ich sie verstehe. Ich muss zugeben, ich bin empathisch veranlagt, aber ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht.